Und herzlich willkommen im deutschen Film, im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zur Reihe Was tut sich im deutschen Film, die normalerweise von meinem Kollegen Urs Spörri kuratiert und betreut und präsentiert wird, der heute leider verhindert ist. Deswegen springe ich da ein und freue mich da auch besonders drüber, an diesem besonderen Abend, der gleichzeitig der Abschluss ist einer kleinen Hommage an den Regisseur Eckhard Schmidt, die in der Pupille kam am Studierendenhaus Campus Bockenheim stattfand, gestern und heute, mit seinen Elternarbeiten von den 60er Jahren bis in die 2000er Jahre. Die Idee entstand dann sozusagen, dass man das so ein bisschen kombiniert, präsentiert eben vom Filmkollektiv von Gary Vanissian, einerseits in der Pupille und hier dann in der Reihe Was tut sich im deutschen Film, denn wenn man eben auf jetzt das Schaffen von Eckhard Schmidt blickt, tut sich einiges in den letzten Jahren. Es ist ein unglaublicher produktiver Output. In den letzten 3 Jahren sind es über 20 Filme jetzt geworden. Das ist ein absoluter Wahnsinn, der sich da unverhofft sozusagen offenbart hat. Ich saß im Frühjahr letztes Jahr im Werkstattkino und habe Mein schönster Sommer gesehen. Das ist einer der ersten dieser Filme. Und seitdem ist wahnsinnig was ins Rollen gekommen. Und Mein schönster Sommer passt deswegen auch besonders schön hier natürlich her, weil er in deutscher Sprache ist. Die meisten anderen sind auf Italienisch oder Englisch. Abgesehen ein paar italienische Poesietexte sind drin, sonst in deutscher Sprache. Und er ist, die Filme sind alle experimentell, aber er ist doch auf eine gewisse Weise, finde ich, schon auch gut zugänglich, wenn man sich auf die Erzählung einlässt, aber dazu sagen wir jetzt gleich noch was. Das nur von mir erstmal kurz als Vorwort, aber ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Eckhard Schmidt. Ja, danke für die Einladung, danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Du hast ja schon eigentlich im Prinzip alles gesagt. Man muss sich auf den Film einlassen, das ist der entscheidende Punkt, weil es ist im Grunde ein Monolog, der nicht illustriert ist. Das heißt, die Bilder, die man sieht, die kommen aus dem Strand von Palermo, Mondello. Und es ist eine Geschichte, die in Mondello spielt, unter jungen Leuten. Und es ist so, dass dass das Klima durch die Bilder illustriert wird, aber nicht die Geschichte selbst. Also es gibt keine 1:1 Umsetzung der Story. Die meisten Geschichten, die in dieser Geschichte stattfinden, sind wahre Geschichten. Auch die extremsten Geschichten sind wahre Geschichten, weil ich habe ein Buch geschrieben über die junge Generation, das heißt Niemals allein, für immer einsam. Und es handelt, und habe da hunderte von Interviews gemacht, von Paris, New York, Los Angeles, München und in verschiedenen anderen Städten, auch Rom. Und viel Material davon ist dort eingegangen. Einige Schauplätze von Palermo sind dort eingegangen, weil es diese Dinge nur dort gibt. Also es ist, wenn man in eine Geschichte nicht einsteigt, ist man verloren. Das ist die Erfahrung, weil wir haben den Film jetzt schon 5-6 Mal gezeigt. Und das kann dann leicht total langweilig werden, wenn man sich nicht seine eigene Fantasie, also nicht interaktiv noch mitmacht bei dem Film, sich vorstellt, wie diese ganzen Situationen sind. Das wollte ich halt gesagt haben, weil die Erfahrung sagt, dass viele Menschen, auch sehr, sehr, sehr intelligente Menschen, da halt keine Lust haben, sich da drauf einzulassen. Aber wenn man sich nicht drauf einlässt, ist man eigentlich verloren in der ganzen Geschichte. Es ist ein langer Vortrag, langer Film. Und ich habe eine bayerische Jacke an, weil es kalt ist. Aber nicht, weil ich Bayer bin. Ich komme im Prinzip aus Rom und habe leider mehr als 20 Filme gedreht. Ja, man kann schon nicht mehr zählen. Also, ich schon noch. Also sozusagen die Aktivität ist auf dem Weg zum Grab, weil ich bin 80 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, wie lange ich noch rumkriechen kann, Filme machen kann. Und ich dachte mir, ich mache alles, was ich mir vorgestellt habe, was ich noch machen will, das mache ich jetzt. Und ich benutze kein Fernsehen, ich benutze keine Förderung. Ich habe eine Wohnung verkauft. Und davon finanziere ich alle meine Filme. Das heißt, ich bin sozusagen Privatunternehmer. Und ich bin glücklich, dass dieser Zyklus, wo auch dieser Film ein Teil davon ist, schon in 3-4 Kinos gelaufen ist, auf dem Festival in Trieste gelaufen ist und sozusagen den Weg macht. Und jetzt freue ich mich, dass es auch hier einen Teil davon zu sehen gibt, zumindest einen Film. Ja, schön. Das freut uns auch sehr. Und ich, natürlich gibt es danach noch ein ausführliches Gespräch, gerade zu dem Thema eben, was tut sich im deutschen Film.
man so ein bisschen den Kontext und auch, das ist in Kooperation mit EPD Film. Rudolf Vorschech wird nachher das Gespräch führen. Ja, wir danken uns natürlich auch sehr, wie immer, für die Kooperation, die schon lange Jahre besteht hier. Und es gibt jetzt davor, auch traditionsgemäß in diesem Format, auch einen Vorfilm, der allerdings, sonst wird es oft so gemacht, dass ein Vorfilm von einem anderen Regisseur oder Regisseurin ist und dann nochmal Unterbrechung und dann kommt erst die eigentliche Ansage, wir machen es in einem Aufwasch. Wir sagen jetzt auch gleich noch an, die Filme laufen hintereinander weg. Die Flucht, dein zweiter Film, Kurzfilm von 64, 65 läuft davor. Ja, da können wir, die sollte eigentlich, war im Programm angekündigt, als 35mm Kopie laufen aus dem Filmmuseum München. Ja, es ist leider doch nicht geklappt, aber es ist ein bisschen schwierig mit denen, da haben, können viele ein Lied davon singen. Es wurde dann in einer Blitzdigitalisierung jetzt ein DCP bereitgestellt. Gut, es ist schön, dass wir den Film zeigen können. Ja, was kannst du dazu noch sagen? Es war damals die Zeit, ich weiß nicht, wie viele Leute namens Kolomowski noch kennen. Das war ein Mensch, der immer lange Einstellungen gedreht hat. Und meine Herausforderung damals bei diesem Film war es, den Film in mehreren langen Einstellungen zu drehen. Also das ist auch ein Teil der Challenge und es ist meiner Meinung nach auch gelungen, obwohl ich natürlich viele Dinge heute anders machen würde, aber es war, sind, besteht im Grunde aus drei, vier langen Einstellungen und das war damals die Challenge, das zu probieren, wie kriegt man das hin und so weiter mit dem Licht, mit dem Material. Das war so für mich der Punkt, den Film zu drehen, wenn man so will, ein Test, wie dreht man lange Einstellungen. Okay, dann schauen wir uns doch dieses Doppelprogramm an und hinterher eben, wie gesagt, ein ausführliches Werkstattgespräch mit Rudolf Vorschech und Eckhard Schmidt. Gute Projektion. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ich möchte auch nochmal Dank sagen, nämlich dem Filmkollektiv Frankfurt, was diese und Caribanisian, was diese schöne Hommage gemacht hat in den letzten zwei Tagen. Und natürlich möchte ich dir danken, Eckhard, dass du hier nach Frankfurt gekommen bist. Ich habe eine Dokumentation über dich gesehen und da wurdest du gefragt, wie du Zugang zu den Leuten, die du interviewst, findest. Und da hast du gesagt, ich würde immer fragen, wie geht's? Darum frage ich jetzt mal, wie geht's dir? Ja, es geht mir eigentlich, muss ich sagen, ganz gut, weil als ich die Zelt in Los Angeles abgebrochen habe und dann nach Rom gegangen bin, wusste ich nicht, was da geschehen würde. Das heißt, ich habe angefangen mit einem Film über meinen Tod. Der heißt Love and Death in the Afternoon. Und ein alter Mann verliebt sich in ein junges Mädchen, sie wird seine Muse und sie begleitet ihn im Grunde in den Tod, ist die Geschichte. Und aus diesem Film und mit der Begegnung mit einer Darstellerin hat sich dann wahnsinnig viel entwickelt, also inzwischen 30 Filme. Und ich habe die alle im Grunde selber produziert, aber ich wusste nicht, was damit geschehen würde. Und ich war dann eigentlich maßlos überrascht, als dann zum Beispiel in München in einem ganz regulären Kino der erste Zyklus mit 9 Filmen gezeigt wurde, komplett. Theatine hat einige Filme gezeigt, Werkstattkino hat Filme gezeigt. Dann war ich mit dem ganzen Zyklus eingeladen in Triest. Die haben alle 9 Filme gezeigt. Und das war für mich überraschend, dass das sind alles experimentelle Filme, sind alle ungewöhnlich, handeln im Grunde alle nur von einer einzigen Person, dass die dann doch eine gewisse Resonanz gefunden haben und eine Attention auch von der Kritik her von Leuten, die sich für Film begeistern, habe ich nicht erwartet, weil ich dachte, ich bin jetzt alt, ich mache es einfach mal ohne Rücksicht auf irgendeinen Kommerz, mir egal, ob das im Fernsehen je laufen kann, ob es jemals im Kino laufen kann, ich mache es einfach mal mein Ding. Und deswegen geht es mir dementsprechend gut, weil es für mich eine ganz überraschende Erfahrung war. Mhm. Was ich vergessen habe zu sagen ist, wir unterhalten uns hier so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu dem Film oder zu Vita von Eckhard zu stellen. Vielleicht, die Leute haben ja die anderen 8 Filme nicht gesehen,
Kannst du den Zyklus oder was an dem Zyklus innovativ ist, experimentell ist, vielleicht ein bisschen mehr erläutern? Ja, ich wollte eben Geschichten anders erzählen und ich wollte sie nicht in der klassischen Dramaturgie erzählen, mit Partnern, und wollte sie nur aus der Perspektive, alle neuen Filme sind aus der Perspektive von Mädchen erzählt worden. Mhm. Und das ist eine Obsession, die ich von meiner Kindheit an hatte. Meine allererste Erfahrung in meinem ganzen Leben, da war ich ein paar Monate alt. Ein Mädchen beugt sich über mich. Ich liege im Kinderbett oder im Wagen oder wie auch immer. Und ich sehe dieses Mädchen und werde es nie vergessen, wie sie aussah. 20 Jahre später frage ich meine Mutter, wer war dieses Mädchen? Es war unser Kindermädchen. Ich habe sie rausgeworfen, weil dein Vater war hinterher her. Also wusste sie ganz genau, wie alt ich war und wann das war. Und von diesem Moment an, das war so meine Urprägung, habe ich immer nur als mit einer weiblichen Seele gedacht. Also alles, was ich je geschrieben habe, ist im Grunde, das Tagebuch des Fans zum Beispiel ist aus der Perspektive eines Mädchens. Alle Bücher, alle Gedichte, all das ist aus der Perspektive von Mädchen geschrieben. Ich habe, denke ich mal, so eine weibliche Seele irgendwo. Und ja, und deswegen hat dieser Film und dieser ganze Zyklus hat diese Dimension. Und das Experimentelle daran ist, dass es halt total diese Perspektive ist und der Zuschauer interaktiv mitmachen muss. Er muss sich darauf einlassen, auf dieses Konzept. Und wenn er das tut, glaube ich, wird er vielleicht den Spaß haben, den halt viele auch haben, wenn sie diese Filme sehen. Jetzt hast du das ja schon mit den Mädchen gesagt, vielleicht noch die ganz praktische Frage. Wie bist du an die Schauspielerin gekommen? Weil sie spielt ja, glaube ich, in drei Filmen oder sogar in Ja, die hab, mit der habe ich inzwischen, also mit Cecile habe ich im Grunde, glaube ich, 15 oder 16 Filme gedreht. Okay. Und ich bin rangekommen, wir sind befreundet oder ich bin seit alten Tagen befreundet mit einer der wichtigsten Casting-Agentinnen von Rom. Das heißt, wenn sie ruft, kommen die Schauspielerin, stellen sich vor. Und dann geht es natürlich los auf die Auswahl. Es kommen dann halt 20, 30 Schauspielerinnen. Und in Rom ist es merkwürdig, weil die meisten leben vom Theater oder leben von irgendwelchen Serien. Und viele sind in Los Angeles ausgebildet worden, sprechen also gut Englisch, kommen aus guten Schauspielschulen und sind unglaublich motiviert. Also was ich ganz selten in Deutschland getroffen habe, außer jetzt in Nürnberg, als ich gedreht habe, und heute hier in Frankfurt habe ich mit einer Schauspielerin gedreht, die auch unglaublich motiviert ist und die mich einfach glücklich macht. Wenn ich durch die Kamera schaue und ich sehe ein Gesicht, das diese Geschichte genau begreift, ich habe heute einen Gretchen-Monolog gedreht, die genau begreift, worum es da geht, was der Punkt ist, wie man das anders erzählen kann, wie man das modern erzählen kann. Und das macht mich einfach glücklich. Und ich glaube, die Schauspielerinnen spüren auch, was mich glücklich macht und dass wir versuchen, was zu machen, was halt anders ist, was nicht Routine ist, was andere Wege geht. Und ja, das ist ein Give and Take. Und in Rom habe ich sehr viele Schauspielerinnen halt kennengelernt, die auf dieser Ebene arbeiten. In Deutschland erst zwei. Okay. War das schwierig mit denen, weil zumindest die zwei anderen Filme, die ich noch aus deinem Zyklus gesehen habe, hatten ja auch sehr viel mit Nacktheit zu tun, was ja vielleicht schon problematisch ist. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ich habe einen Film gemacht über Amor Sacro, Amor Profano, das berühmte Bild von Tizian. Die heilige Liebe ist nackt und die irdische Liebe ist angezogen. Nacktheit ist für mich ein Zeichen des Heiligen und der Unschuld. So war es auch früher. Wenn man durch die Vatikanischen Museen geht, würde ich mal sagen, 50% der Bilder haben mit Nacktheit zu tun. Und die Nacktheit ist damals einfach als nicht vulgär empfunden worden und nicht sexistisch empfunden worden, sondern als ein Symbol des Heiligen. Und ich wollte mit Cecilia, die Sie gerade gesehen haben, diese Amor Sacro, Amor Profano drehen. Sie wollte Amor Sacro spielen. Und sie sagt, sie zieht sie nicht aus. Und ich sage, gut, dann kriegst du halt die Rolle nicht. Obwohl ich
ihr gesagt habt, wir machen die Szene im Kimono, weil es eine Freundschaftsgeschichte, die heilige Liebe tötet im Grunde die profane Liebe, ist die Idee davon, weil die heilige Liebe glaubt ja an Gott und nachdem sie getötet hat, findet sie, beichtet sie halt und Gott vergibt ihr dann schon, ne? Das war so die Idee des Films. Und da wollte sie es nicht machen, obwohl der Kimono da ist. Sie kann ihn öffnen, kann ihn schließen, kann ihn mitspielen. Habe ich sie halt nicht genommen. Und dann habe ich ja wieder, weil ich sie einfach liebe als Schauspielerin, weil sie genau meine Gefühle verkörpert, habe ich sie halt wieder gefragt. Und sagt sie, also wieder ein Projekt, was schwierig war, sagt sie, kein Problem. Weil sie hat den Film dann gesehen und sagt, schade, dass ich es nicht gespielt habe. Weil sie ist ja nicht vulgär eingesetzt oder nicht sexistisch eingesetzt oder nicht pornografisch eingesetzt. Also wenn Nacktheit Sinn macht, wie auf dem Bild von Tizian, wo ich mich natürlich nicht mit Tizian vergleichen will, aber ich will ja eine Geschichte erzählen und wenn Nacktheit Teil dieser Geschichte ist und notwendig ist, denke ich, gibt es keinen Grund, das nicht zu machen. So wie beim Fan auch, ich meine, es war, Nacktheit war da notwendig, deswegen gab es auch mit Desiree kein Problem, den Film zu drehen. Es gab erst nicht nachher halt Missverständnisse zwischen uns, aber im Prinzip war der Film so geplant und so haben wir ihn auch gedreht, mit ihrer Zustimmung und mit ihrer Begeisterung auch. Mhm. Jetzt noch vielleicht ein paar Worte zu dem Film, den wir eben gerade gesehen haben. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, quasi das Prinzip des Films ist es auch, dass wir uns das vorstellen müssen, was da passiert, ohne dass wir das nachgespielt oder dargestellt sehen können und hast dazu Aufnahmen von diesem Seebad Mondello montiert. Jetzt ist mir aber, glaube ich, aufgefallen, also da gibt es jetzt auch keine sonderliche quasi Kongruenz. Also wenn die jetzt zum Beispiel vom Boot erzählen oder so, sieht man kein Boot. Wie war da quasi der Schnitt oder die Abfolge? Es ist abwechselnd. Ich denke, die Bilder bringen eine Atmosphäre über diese Welt, in der die Geschichte stattfindet. Und ab und an, also es war, wenn es um dieses Lipstick-Game geht, zum Beispiel sieht man die Fassade von einem Haus, aber es ist nicht eins zu eins umgesetzt, weil ich das einfach zu banal finde. Man redet nur am Schluss, wenn über die Gelateria geredet wird, sieht man die Gelateria. Man muss jetzt nicht, wenn man über eine Gelateria redet, unbedingt gleich eins zu eins die Gelateria zeigen. Ja. Sondern ich denke, so eine atmosphärische Bebilderung über diese Welt macht auch Sinn und dazu habe ich mich heute entschieden. Ich habe den Film übrigens dreimal gedreht, zweimal mit Darstellern, mit zwei verschiedenen Darstellern direkt am Ort in Mondello und das habe ich dann weggeworfen, weil ich das dann auch, wie gesagt, zu banal fand. Das eins zu eins dann zu bebildern und sie latscht dann von Ort zu Ort, über das dem jetzt gerade geredet wird und habe dann mich entschlossen sozusagen diese Version zu machen. Sie sitzt auf der Terrasse in Rom und erinnert sich an diese Dinge, die schrecklich und schön gleichzeitig sind. Jetzt unterbrechen wir. Bitte zwei Wasser. Vielleicht nochmal sowas, in dem Film spielt ja eine große Rolle dieses Fresko, Triumph des Todes. Ich weiß das ja jetzt großenteils nur von der Lektüre der quasi Klappentexte zu den DVDs. Mhm. Das ist, glaube ich, aber in jedem Film so, dass die auch immer was mit Kunst zu tun haben oder dass die Kunst auf die Handlung verweist. Also ich habe zwei Referenzpunkte, ich würde sagen drei. Das eine ist die Literatur. Ich bin stark halt beeinflusst von bestimmter Literatur. Also sagen wir mal Kleist. Ich liebe halt diese Traumwelten von Kleist, wie im Käthchen, die geträumt hat, dass sie diese Begegnung haben wird und die insistiert, dass sie hat. Mhm. Und er hatte sie halt nicht und begreift gar nicht, wovon sie redet. Oder die Traumwelt von Prinz von Homburg, der auf dem Schafott vor der Hinrichtung steht und von der Nachtviole schwärmt. Also es sind so Momente, die ich liebe. Ich liebe natürlich auch Novalis
mit den verrücktesten Ideen, dass Blumen zum Beispiel aus Feuer geboren werden. Oder ich liebe Dante, vor allem Vita Nova, mit diesem unglaublichen Albtraum, bevor er sieht Beatrice. Also ist, Vita Nova ist seine Biografie im Grunde. Er sieht Beatrice zum ersten Mal und er träumt, dass ein Gott der Liebe, ein Monster, ein riesiger Gott, in der einen Hand hält er die nackte Beatrice und in der rechten Hand hält er das Herz von Dante und er füttert Beatrice mit dem Herz von Dante. Das ist sozusagen die Basisvision von Dante, die letztendlich zur göttlichen Komödie führt. Und also die Liebe sozusagen fast ein kannibalistischer Akt. Dann endet das natürlich mit dem Satz, dass die Liebe alles bewegt, die Sonne und all die anderen Sterne. Also es ist sozusagen die Konsequenz von seinem Beginn bis zum Ende der göttlichen Komödie. Also ich liebe halt diese Anspielung. Die zweite Ebene, auf der ich immer operiere, ist Musik. Ich bin ein totaler Fan von Musik. Also diese Filme wären sicher auch nicht möglich gewesen ohne bestimmte Art von Musik. Zum Teil die religiöse Musik, Monteverdi, Vivaldi, die sakrale Musik. Dann liebe ich natürlich die moderne Musik, Reggaeton. Reggaeton ist und Bachata sind unglaublich komplexe Popmusiken, die grandios produziert sind. Und die hat einen großen Einfluss auf meine Art des Denkens haben. So wie früher bei Jet-Generation war es Pink Floyd, eine CD wie Emily Play. Später waren es Hip-Hop, also Wu-Tang Clan. Ich war einer der Ersten, der Wu-Tang Clan überhaupt interviewt hat, weil ich so die Musik so grandios finde. Hip-Hop-mäßig und auch Gangster-Rap-mäßig habe ich viele Interviews gemacht und die Musik natürlich gehört. Und so, ich bewege mich durch die Musik und immer wenn in der Popmusik Pause ist, greife ich zur klassischen Musik. Und da ist natürlich einer meiner Lieblingskorps sind die Wagner oder Mozart, halt die Klassiker oder Vivaldi, wie auch immer. Oder Beethoven auch. Und ja, oder ich greife zu Jazz. Und da ist halt einer meiner Lieblings-Jazzmusiker ist Coltrane, was natürlich unglaublich komplex auch ist zu hören, schwierig zu hören ist. Also mich begleitet die Musik durch die ganzen Geschichten durch. Es begleitet mich die Mode. Ich lese wahnsinnig gerne Modejournale. Also vor allem die italienische Vogue ist grandios fotografiert, ist immer der Zeit voraus. Mode beschäftigt mich, hat mit Film zu tun, weil die Mädchen müssen ja, falls nicht wie immer nackt sind, sind sie auch mal angezogen. Und also ich bin unglaublich neugierig auf diese Welt. Mhm. Und diese Neugier habe ich zur Geburt gekriegt und die bewegt mich bis heute. Und da war auch ein großer Einfluss Douglas Sirk zum Beispiel, als ich den kennenlernte. Und da stand ich gerade auf Punk, habe ein Magazin gemacht, Punk-Magazin. Punk-Magazin, das heißt Die Sau. Und er sagte, zeig mir doch mal diese Musik hier, worum es da geht. Und er war seine Lieblingsmusik, da teilten wir unsere Meinung auch, waren die Sex Pistols. Und der Mann war über 70 Jahre alt. Und er blieb neugierig, blieb interessiert, wollte wissen, was sich aktuell abspielt. Und ich glaube, ich bin von meiner Struktur her ähnlich. Mhm. Nun ist ja die Modestadt schlechthin der 50er Jahre Rom. Und es gibt ja in deinem Leben quasi drei Städte, München, Los Angeles und Rom. Also ich muss jetzt zugeben, ich war in meinem Leben nicht oft in Rom. Was fasziniert dich an dieser Stadt Rom? Naja, man muss dann schon die Reihenfolge machen. Was fasziniert mich an Los Angeles? Fasziniert mich die Fassadenhaftigkeit. Also alles in Los Angeles ist Fassade. Die meisten Häuser sind aus Pappe und Holz gebaut und können jederzeit abgerissen und werden auch abgerissen. Man fährt einmal den Sunset Boulevard runter, aber wenn man zurückkommt, sind schon zwei Häuser wieder weg und andere sind gebaut. Das ist also praktisch diese unglaubliche Mobilität dieser Stadt, wo nichts feststeht. Und dann dieser
unglaubliche Blick zum Himmel. Also es gibt, man wird nicht eingesperrt, sondern man fährt durch diese Stadt und kann diesen unglaublichen Himmel sehen und sieht die ganzen Bewegungen des Himmels, die Dämmerung, den Morgen und all das. Also es ist diese unfassliche Freiheit, die diese Stadt bietet, und nichts ist fest. Das ist genau das Gegenteil von New York. Wo ich mich ich finde auch New York nicht uninteressant, aber New York sperrt mich ein, Los Angeles macht mich frei. Rom ist eine Stadt, die ähnlich strukturiert ist wie Los Angeles in dieser Offenheit, dass es diese großen Straßen gibt, diese gigantischen Perspektiven, diese grandiosen Plätze wie Piazza del Popolo zum Beispiel. Und es hat die Ewigkeit ist untergegangen, als alte Rom sozusagen, die ewige Stadt. Aber es gibt diese moderne Mussolini und andere Architektur. Und das geht eine Verbindung ein, die halt für mich unglaublich spannend ist. Also ich kenne keine Perspektive in Rom, die langweilig ist. Das dritte Paradies war für mich halt immer München, wo ich ja angefangen habe, Filme zu drehen. Und wo ich jetzt zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder einen deutschen Film gedreht habe. Und neue Perspektiven entdeckt habe in München. Oder sagen wir es mal so, ich habe mit meinem Blick, der von anderswoher kommt, München jetzt anders gesehen. Ich habe sie fast gesehen, München fast gesehen, wie ein fremder München sieht. Und habe also Schönheiten, glaube ich, da wieder gesehen, was mir übrigens auch in Nürnberg zurückgegangen ist, als ich da gedreht habe, war auch unglaublich spannend, diese nennen wir es mal deutsche Stadt und auch die Giebel und Fachwerk und Tradition und Plätze und Brücken, das neu zu sehen. Weil ich habe jetzt einen anderen Blick durch L.A. und durch Rom, sehe ich Deutschland anders. Und für mich ist Deutschland jetzt als Motiv plötzlich ganz spannend geworden. Erzähl doch vielleicht nochmal, als du nach München gekommen bist, wann war das, 1958? Genau. Wie hast du da München erlebt? Und du hast im Zuge deiner Hommage, und ich finde, das verbindet ja jetzt auch den römischen Zyklus mit deinen Anfängen, gesagt, wir hatten kein Geld, aber wir wollten Filme machen, also haben wir diese Filme irgendwie gemacht. Wie war das damals? Naja, ich bin von Ulm nach München gekommen. Ulm war Weltstadt, München war Provinz. Weil in Ulm war die Hochschule für Gestaltung, das heißt, es waren die Schweizer Designer wie Marvenier und Ottel Eicher und wie war der andere Name noch? Max Bill. Max Bill zum Beispiel waren da und wir haben in Ulm alle die modernsten Theaterinszenierungen gehabt. Als Zadek nach Deutschland zurückkehrte aus der Emigration, wo war er als erstes? Er hat zuerst in Ulm inszeniert, bei Hübner auf dem Theater. Und wir hatten alle Premieren, wir sahen die Brecht-Inszenierung vom Berliner Ensemble durch Palitsch. Es war einfach eine unglaublich vitale Stadt. Und wir hatten die Jazzkonzerte, bevor die nach München gingen, spielten die in Ulm. Und als ich dann nach München kam, habe ich gedacht, ich bin jetzt in der absoluten Provinz gelandet, weil Ulm war kulturell spannend, da geht's nicht. Und in München war das Einzige, was attraktiver war, damals Korkner für mich. Also wir sind halt in die Korkner inszenieren gegangen. Aber so, das war so mein Gefälle, was Film angeht. Film war für mich von vornherein das Credo, weil in Film konnte ich mein Interesse für Literatur unterbringen, mein Interesse für Mode, Leute müssen angezogen werden, mein Interesse eben für Bilder, weil ich wollte ursprünglich Maler werden, habe jahrelang gemalt auch. Mein Interesse für Musik konnte ich unterbringen. Also es sind alle, sagen wir, Film deckt alles, was mich interessiert, perfekt ab. Und wie sind zum Beispiel deine Kurzfilme entstanden? Wo kam das Geld her? Mein Gott, ich war als Journalist bei der Süddeutschen gearbeitet und habe halt Aktualitäten beim Bayerischen Fernsehen gedreht. Habe am Tag auf drei Aktualitäten gedreht, für die Tagesschau oder für die Rundschau. Habe halt Methoden entwickelt, wie das kurz geht. Kann man eine erzählen zum Beispiel.
am meisten musste man der Politiker Reden drehen. Und es war natürlich furchtbar langweilig, die reden da eine Stunde oder so irgendwas. Und ich bin dann immer hingegangen zum Politiker. Sagen Sie mir doch kurz das Wesentliche, was Sie sagen würden, ganz am Anfang Ihrer Rede. Das haben sie dann gemacht, da war ich in 3 Minuten wieder draußen. Und zum nächsten. Und so. Also ich habe mich da gut organisiert, habe Filmkritiken geschrieben, habe Popkritiken geschrieben und habe das Geld, das halt übrig geblieben ist, in Filme gesteckt. Ich habe jetzt ja auch schon gesagt, um diesen Zyklus zu machen, habe ich halt eine Wohnung verkauft. Und die Wohnung habe ich verdient, weil ich ein Jahr Börse spekuliert habe, nichts verloren habe. Und das Geld ist übrig geblieben für eine Wohnung und dachte, ich bin jetzt 80 Jahre alt, was soll ich mit der Wohnung? Die bringt mir im Grab auch nichts, die Filme bringen mir auch nichts im Grab, aber zumindest die Wartezeit bis zum Grab wird interessanter überbrückt. Gab es denn, du hast vorhin sehr allergisch auf Münchner Gruppe reagiert, gab es denn so einen Zusammenhalt unter den Filmemachern, die damals in München angefangen haben, Filme zu machen? Naja, man muss, Münchner Gruppe musst du so sehen. Es war das Regiment der Oberhausener. Also es gab bestimmte Regisseure, die das Konzept der Oberhausener zu eng fanden. Da ging es ja immer nur darum, also auch wie in der Filmkritik, ist da ein sozialkritisches Anliegen am Ende da? Wird das auch deutlich formuliert für die Idioten? Und da gab es bestimmte Leute, die halt einen mehr anarchistischen Zugang zur Gesellschaft und zur Gesellschaftskritik hatten. Also zum Beispiel war ganz eng mit Vlado Christel, also ein Uranarchist, der eigentlich auf alles draufhauen wollte. Mit dem habe ich in der Sau damals ein Buch gemacht und die Krise war zwischen uns beiden. Ich sage, Vlado, du kannst in dem Buch, ich zahle das alles und du kannst machen, was du willst. Da sagt er, terrorisier mich nicht. Also für ihn war die Freiheit Terror. Er wollte jemanden haben, der sich reiben kann. Und in der Druckerei dann sagt er, was soll ich jetzt machen? Ich sag, Vlado, ist dein Buch. Mach immer, was du willst. Und er hat die Drucker verrückt gemacht, weil er permanent mit Farben rumgespielt hat und so. Er war zum Beispiel eine wichtige Figur für einen Anarchist. Dann war eine wichtige Figur zum Beispiel Straub. Also ein eingefleischter Kommunist im Grunde, aber mit einem anderen Denken, das aus Frankreich und so weiter kam, auch durch seine Frau. Dann war jemand, der ist vergessen, irgendwie Schilling zum Beispiel. Dann gab es jemanden wie Franz Josef Spieker, der offiziell bei den Oberhausern war und sich dann im Grunde abgegrenzt hat, weil es auch zu eng fand, das Oberhausener Konzept. Dann gab es halt Leute, sagen wir, wie Tomi und Lemke, die eigentlich Theater machen wollten und die dann langsam erst sich, der Lemke war der zweite oder dritte Assistent bei Kortner und der Tomi war Studententheater und die sind dann langsam, haben sich den Film angenähert und es war halt so, dass wir sozusagen alle was anders wollten und wollten nicht nur Sozialkritik. Ich meine, meine Filme sind alle sozialkritisch. Es gibt keinen Film, der das Spießertum verherrlicht, sondern es ist immer eine Attacke von A bis Z auf Spießertum und auf Engstirnigkeit, auf Borniertheit und so weiter. Und wir alle wollten halt was anderes. Und ich finde halt ein bisschen schade, dass jetzt die sogenannte Münchner Gruppe auf Lemke, Tomi und mich reduziert wird und es war aber ein breites Feld und ich finde es schade, dass die anderen Leute, die wesentliche Beiträge geleistet haben, nicht in dem Zusammenhang erwähnt werden. Hm. Vielleicht jetzt nochmal zu den 80ern. Diese Filme, der Fan ist doch jetzt nochmal restauriert worden, ne? Der ist, ja, auf Blu-ray halt. Auf Blu-ray, okay. Ich finde ja, dass es im Werk von einem deutschen, also in keinem anderen Werk von einem deutschen Filmemacher sind die 80er Jahre so präsent wie bei dir. Das ist jetzt ein Kompliment. Und wow. Was natürlich auch an der Musik hängt, die du doch zum großen Teil selber gemacht oder ausgesucht hast.
bei den Filmen, so wie Alpha City. Also ja, wenn ich Zugang hatte zu modernen Instrumenten, sprich riesigen Computeranlagen, habe ich die Musik selber gemacht. Hm. Weil es ist ja simpel mit der ganzen Technik, das kann jeder Idiot, kann da eine Stunde Musik produzieren und samplen und rumspielen damit und klassische Musik oder andere Musik so deformieren, dass sie niemand mehr erkennt. Und das ist alles mit diesen Gerätschaften ganz simpel möglich. Und ich habe das sehr gern gemacht, weil ich natürlich den Film kenne und zum Film auch die entsprechende Musik gemacht habe. Dann habe ich natürlich immer den Instinkt gehabt, denke ich halt, für mich die richtige Musik zum Film zu finden. Also in 80er war es aufgrund von der neuen deutschen Welle, war es halt Rheingold, eine Gruppe Bode Steiger, die angenähernd waren ein bisschen an Kraftwerk und an deutsch-amerikanische Freundschaft, die ich alle geliebt habe. Ich war damals total in dieser Szene drin. Auch Joachim Witt zum Beispiel, gehört eine Reiter, kennt man vielleicht noch. Und also ich habe in dieser Szene gelebt im Grunde. Und natürlich ist diese Musik wieder reingegangen in meine Filme. Und Sal Paradise, mit dem ich drei Filme gemacht habe, ein Engländer, der hatte noch etwas, was David Byrne auch hatte, mit dem ich sehr zusammengearbeitet habe in der Sau. Dieser Einfluss des Ethnischen, der hat sich für Afrika interessiert, für afrikanische Rhythmen interessiert. Und ich fand es gut, dass diese Art von Dynamik in meinen Filmen ist. Und ich habe immer in jeder Zeit sozusagen, heute in meinen Filmen sind Musiker drin, also Reggaeton-Leute oder LA Underground, die zum Teil geniale Musik machen, aber nicht populär sind, was man nicht versteht, wenn man das in die Musik dann hört. Es ist oft tausendmal besser als das Populäre, aber es sind halt nicht populär und sind halt Underground. Und ja, ich liebe es, da neugierig zu sein, zu sehen, was sich abspielt. Und ich bin verzweifelt, wenn sich nichts abspielt. Mm. Dann sind es ja auch die Filme, also deine Filme der 80er Jahre wie Der Fan, sind ja auch größtenteils Stadtfilme. Mm. Da vielleicht die Frage, wie suchst du dir die Schauplätze deiner Filme ab? Also ich bin 7 Jahre auf dem Land gewesen, auf einem Dorf von 500 Einwohnern. Und damit habe ich mein Pensum an Natur eigentlich erledigt. Das heißt, Natur interessiert mich nur bedingt. Ich wollte aber dann unbedingt Undine drehen. Ja. Und weil ich die Geschichte halt gut fand und weil ich sie weiterschreiben wollte, habe ich halt in den Dolomiten, beziehungsweise in Südtirol zum Teil, den Film gedreht. Und ich glaube, dass schöne Naturaufnahmen drin sind. Aber ich bin jetzt kein Freak, ich bin ein Mensch, der durch die Stadt geht und dann eher sich für die Clubszene interessiert als für die Parks. Hm. Dann der Fan, auch aus den 80ern, ist ja vielleicht dein bekanntester Film. Du warst ja auch mal Filmkritiker oder schreibst immer noch. Ja, nur böse Artikel. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber die haben über deinen Film auch bösartige Artikel geschrieben. Ja, eine neue Peinlichkeit. Zum Beispiel habe ich aus unserem Archiv, Der Fan ist ein belangloser Film. Und absolut. Solche Dinge. Wie gehst du mit Kritik um? Da kann ich nur sagen, auch in der Schule von Douglas Sirk. Ich habe eine Kritik geschrieben für die Süddeutsche Zeitung über einen Film, wir reden von den Zeiten vor Internet, über einen Film, der heißt In den Wind geschrieben, Written on the Wind. Und weder ich wusste, was das für ein Film ist, noch der Redakteur wusste, was das Film ist. Es gab kein Buch über Douglas Sirk. Wer kennt schon Douglas Sirk? Man kann ihn ja nicht googeln, weil Google gibt es nicht. Und habe eine Hymne geschrieben und die wurde auch gedruckt. Und dann eines Tages ging das Telefon, da war Douglas Sirk dran, sagt, es ist die erste gute Kritik in meinem Leben. Und da war der Mann schon 70 Jahre alt. Und das hat mir Mut gemacht, habe gedacht, wenn der Mann, der hat ungefähr 50 Filme gedreht und es ist die erste gute Kritik, mache ich auch. Bist du nicht mal geohrfeigt worden? Habe ich einen Wikipedia-Eintrag? Nee, gesehen? Das war so, ich habe ja... Bitte? Ja, ja. Aber die Story war im Grunde so, dass ich was geschrieben habe, was ein bestimmtes System
aufgedeckt hat, also ein bestimmtes System, Geld abzugreifen von öffentlichen Förderungen. Und das hat Reinhard nicht gepasst. Und aber danach hat sich herausgestellt, dass natürlich jedes Wort, was ich geschrieben habe, richtig war. Wobei ich mit Reinhard im Grunde eine alte Geschichte verbindet. Wir haben zusammen studiert an der LMU, fast die gleichen Fächer. Ich habe Anglistik vor allem, Germanistik, Psychologie, Philosophie, Kunstgeschichte. Und wir saßen einmal bei Kunstgeschichte in irgendeinem Seminar. Und dann kam immer die Frage auf, also quasi jetzt mal, sage ich mal simpel, was ist 1 plus 1? Und niemand antwortet, weil jeder sagt, es ist einfach zu banal, das antwortet ja nicht. Wenn ich frage, was ist 1 plus 1? Keiner würde antworten. Und er sagt, Reinhard, schaut mich an. Und dann sage ich, Reinhard, ich glaube, wir gehen jetzt. Und er sagt, für immer? Ich sage, für immer. Sind aufgestanden, gegangen, haben gemeinsam die Uni verlassen, sind nie mehr zurückgegangen. Also wir waren im Grunde befreundet, haben zusammen studiert. Und dann hat sich halt durch die Konstellation nicht eine Feindschaft. Ich habe etwas geschrieben, was ihnen nicht gepasst hat, aber ich habe, denke ich, die Wahrheit geschrieben, wie sich auch so herausgestellt hat, wie auch im Prozess dann das klargestellt wurde. Aber es ist Vergangenheit. Hm. Weil du Douglas Sirk erwähnt hast, sprechen wir vielleicht noch mal kurz über deine ganzen filmgeschichtlichen Dokumentationen, die du gemacht hast. Sind doch über 100, glaube ich, oder so. Ungefähr 100. Ungefähr 100, ja. Ich habe mir ein paar davon angeguckt und habe vor allen Dingen bewundert, wie locker die Leute da irgendwie vor deiner Kamera reden. Wie machst du das? Ja, ich rede ja auch locker. Wie machst du das? Naja, die sind jetzt schon ein anderes Kaliber, so, die du da interviewt hast. Nein, das spricht sich ganz schnell rum, dass man sozusagen, sag mal, ich stelle nie Fragen, indem ich mit meinem Wissen protze. Ich weiß alles über meinen Gesprächspartner, kenne zum Beispiel alle Filme, habe schon viele Interviews mit ihm gelesen, aber ich würde nicht jetzt eine Frage stellen. Also ihr letzter Film, der also in Alaska spielt, zeigt grandios dieses Land, seine Menschen und seine Kultur und auch seine ganzen Emotionen, alles, was da möglich ist. Und dann sagt der andere, stimmt. Ja. Also ich würde wirklich die Frage stellen, wie war das in Alaska? Oh. Ich würde nicht mit meinem Wissen protzen, obwohl ich es weiß. Und ich glaube, die Leute lieben es, dass man sozusagen sie reden lässt und dass man sich nicht selber profiliert. Und hat sich in Hollywood ganz schnell herumgesprochen, dass auch ich nicht als Interviewer jemals ins Bild komme. Keine meiner Fragen wird jemals da sein. Der Mensch, den ich interviewt habe, der ist der Star. Nicht ich profiliere mich durch ihn und nicht mich selber. Und das ist Hollywood ist ein Dorf. Mhm. Es geht ganz schnell. Und so ist es halt gegangen. Manche waren halt schwieriger, manche waren weniger schwierig. Manche waren, sagen wir, meine wesentlichen Interviews, wo ich am meisten Spaß hatte, war zum Beispiel Tony Curtis oder zum Beispiel Sidney Pollack. Wollte ich was über ich habe was über Los Angeles gemacht und wollte wissen, wer kommt aus New York, was ist für ihn Los Angeles, wie sieht er diese beiden Städte. Und es war dann ein Interview, da ging es im Grunde um die Essenz des Filmemachens. Und nach 20 Minuten kam mir sein Sekretär und sagte, die vereinbarte Zeit ist abgelaufen. Dann hat sie weggeschickt, nach einer halben Stunde kam sie wieder, hat sie wieder weggeschickt. Und wir haben weitergeredet, weil er fand, es war ein wichtiges Gespräch, auch für ihn, dass er mal jemand getroffen hat, der wirklich über ihn Bescheid weiß und der für ihn wichtige Fragen stellt. Mhm. Und wo er was sagen kann, was für ihn wichtig war. Mhm. Und nicht nur für ihn als Promotion, sondern dass mal was dokumentiert ist, was für ihn wichtig war. Oder zum Beispiel Jerry Lewis, das sind immer witzige Geschichten auch, der wollte zum Beispiel, Voraussetzung war, glaube ich, $20.000 in neuen Scheinen, Cash auf dem Tisch. Besorgen Sie mal $20.000 in neuen Scheinen.
Ich bin da von Bank zu Bank gekurvt, ja, um das zustande zu kriegen, habe ich geschafft. Ich bin dann war in Las Vegas in der Zeit, bin ich zu ihm hin, hat seinen Packen auf den Tisch gelegt und er saß da im Morgenmantel und hat kein Wort gesagt. Und dann hat er seinen Sohn das Geld gegeben, der ist zum Zählen gegangen, in den Nebenraum, hat das Okay-Zeichen gegeben und Jerry Lewis fing an zu reden, wie ein Wasserfall. Waren diese Dokus eigentlich der Grund, nach L.A. zu gehen? Oder einer der Gründe, war das ein Plan? Der Ausgangspunkt war Douglas Sirk. Mhm. Das war Ende der 70er Jahre, als ich fürs ZDF ein Doku gemacht habe über Douglas Sirk. Und ich steige am Flughafen aus und fahre den La Cienega hoch Richtung Chateau Marmont und sage zu meiner Frau, meine Stadt. Aber die Stadt war damals in einem ziemlich schlimmen Zustand. Das heißt, der ganze Sunset Boulevard war voll von Drogen, Prostitution, Gewalt. Und sie wollte da nicht leben. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann... Weil da mal ging ein Club, da flogen die Flaschen. Man musste sich hinter irgendwelchen Säulen ducken, damit man eine Flasche abkriegte und so. Es war halt Ende der 70er Jahre, Punk, New Wave Zeit. Es war schon gefährlich. Die Leute haben dann Hotelfenster geklopft die ganze Nacht und wollten da irgendwas rein oder irgendwie das Geld für Drogen. Also es war nicht lustig. Und die hatte nicht die Nerven, das durchzustehen. Ich habe das schon eher. Also ich kann auch in brenzligen Situationen relativ gut umgehen. Man kann auch ein paar von den Dokumentationen, die du gemacht hast, auf verschiedenen Mediatheken, wer noch Lust hat, nachholen. Zum Beispiel gibt es beim Bayerischen Rundfunk Westernlegenden, dann 60 Minuten, glaube ich. Mhm. Die großen Western-Regisseure, Ford, Hawks, Bötticher und sowas. Und in der ARD-Mediathek gibt es Deutsche Filmlegenden, den Zweiteiler, mit langen Interviews, eben auch mit Ruth Leuwerick. Ja, ich glaube, das einzige Interview, was wirklich... Ja, was auch ein schönes Interview ist, weil die war ja auch eigentlich relativ vergessen, wenn man sich nicht für den Film der 50er Jahre interessiert. Und vielleicht jetzt nochmal so zum letzten Punkt. Deutscher Film, deutsche Filmlegenden. Du und unsere Reihe heißt ja auch, was tut sich im deutschen Film? Du hast dich ja einigermaßen kritisch über den Zustand des deutschen Films geäußert, einmal in letzter Zeit. Naja gut, ich kann das auch, denke ich, tun, weil ich ja nichts will. Ja. Also ich bin jetzt ja nicht, ich kämpfe ja nicht jetzt, dass ich eine Förderung kriege oder dass ein braver Fernsehredakteur irgendein Projekt von mir absegnet. Das, darum geht es mir ja gar nicht. Ich bin halt in der Akademie und meine Frau und ich, wir sehen dann halt das Akademiepaket und das ist halt ein großer Frust meistens. Und was ich halt am deutschen, und ich habe ein Punkteprogramm mal geschrieben, die Todsünde des deutschen Films, aber es hilft alles nichts. Der Punkt ist einfach, dass die Mehrzahl, man kann ja nicht pauschalieren, aber die Mehrzahl der deutschen Filme entsteht ja, weil das ist das Förderungssystem, sie tun so, als ob sie kommerziell wären. Weil der wirtschaftliche Gedanke ist ein wesentlicher Förderungsmoment, sonst kriegt man keine Förderung. Realität ist, sie sind es nicht. Und in dieser Fiktion fallen die Produzenten anheim, weil es bleibt ihnen gar nichts übrig. Sie wollen ja an Geld kommen, also müssen sie so tun, als ob sie kommerzielle Filme machen. Realität ist natürlich, dass von den 200 bis 300 Filmen, die im Jahr entstehen, hat, sagen wir, 200 überhaupt nicht ins Kino kommen oder nur einen Tag ins Kino kommen. Ich habe in München neulich beim Filmfest einen Theaterbesitzer gesprochen, der sagt, er liebt deutsche Filme, er würde sie gerne spielen. Realität ist so, er spielt einen dieser deutschen Filme und am ersten Tag sind 2 Besucher, am zweiten Tag 0 Besucher, am dritten Tag auch 0 Besucher und das kann er sich nicht leisten. Und das ist halt für 200 Filme die Realität. Dann gibt es die anderen Filme, die einen Erfolg machen. Das ist halt Till Schweiger, Faktor Goethe, Schweighöfer, Bulli,
kennen wir alle, das Herz bricht und wie das Ding heißt. Und die machen halt Geld, das sind aber dann halt 20 Filme, die Millionengrenze erreichen, vielleicht 30 von 200 bis 300 Filmen. Was ist das Problem? Das Problem ist, glaube ich, einmal die Fernsehbeteiligung, weil die Fernsehredakteure in deutschen Filmen eingreifen und dann aber die deutschen Filme noch nicht mal senden. Das heißt, sie co-produzieren 200 bis 300 Filme im Jahr, die sie dann gar nicht mehr senden. In den guten alten Zeiten haben sie dann morgens um 8, um 1 bis morgens um 8 die Filme gesendet. Heute gehen diese Filme einfach in Trash. Niemand sendet sie mehr. Das finde ich einfach skandalös, dass das Fernsehen Einfluss auf deutschen Film nimmt, aber ihn noch nicht mal sendet zu einer vernünftigen Sendezeit. Warum tun sie das nicht? Weil sie keinen Bock haben, sich die guten Quoten zu verderben mit schlechten Filmen. Also sollen sie den Finger vom deutschen Film lassen. Dann ist es natürlich auch ein Problem der Produzenten, die man auch verstehen muss, weil sie wollen ja an die Gelder haben. Also machen sie im vorauseilenden Gehorsam das, was sie denken, was bei den Gremien rüberkommt. Mhm. Und weil das ist ein System, das einfach obsolet ist. Mhm. Das ist ein System, das nicht funktionieren kann. Und wie ist die Lösung? Genau, ich meine, mit Analyse, glaube ich, sind wir auch mit den Zahlen und so weiter. Ich glaube, ich habe es ja aufgeschrieben. Also es entstehen pro Jahr 256 deutsche Filme inklusive Co-Produktion und 141 waren es in 2016 rein deutsche. Ja. So, also das ist einfach die Realität. Und mein Vorschlag wäre, also was fehlt, sagen wir mal, es fehlt Experiment. Der deutsche Film hatte immer in den alten Zeiten, als es noch keine Förderung gab, eine Lust am Experiment. Also ein Film, der mich zum Beispiel wahnsinnig beeinflusst hat, von einem Regisseur, der heißt Herbert Wesely, der Film heißt Nicht mehr fliehen. Ein totaler Experimentalfilm. So etwas gibt es heute nicht mehr. Oder auch selbst ein Film, die Heinrich-Böll-Verfilmung, Brot der frühen Jahre, zum Beispiel auch von Wesely, mit Christian Dörmer in der Hauptrolle. Oder Die Rote von Keutner nach Anders. Das waren keine Erfolge, aber es waren Filme, die was anders versuchten. Und ich meine, und ich finde, der deutsche Film müsste mehr, schon die kommerziellen, ja, aber er müsste auch eine Schiene auflegen, in der experimentiert wird. Wie das zustande kommen kann, weiß ich nicht. Ich denke nur, um das System mal zu brechen, würde ich gerne einen Vorschlag machen, der völlig abstrus ist und der zum Aufschrei beitragen wird, einfach mal 2 Jahre keine deutschen Filme fördern. Das Fernsehen raus, Förderung auch, Gelder werden alle gebunkert und dann schauen wir mal, was kommt. Und dann werden wir sehen, ob Filme entstehen, auch ohne Förderung, auch ohne Fernsehbeteiligung. Und was für Filme entstehen, ob nicht Hochschüler und andere Leute, die ja zum Teil aus guten Häusern kommen, wo viel Geld ist, als in der Münchner Hochschule fahren die mit Porsche vor, die Jungs zum Studieren. Also ist offenbar Geld vorhanden. Ne? Dann werden wir sehen, was für Filme entstehen. Und ich denke, ich würde dem eine Chance geben, mal eine 2-Jahres-Pause von Förderung und Fernsehbeteiligung, das Geld natürlich nicht dem Staat zurückgeben. Das wäre natürlich eklatantester Fehler überhaupt. Wenn man das Geld mal hat, das muss man bewahren und dann investieren vernünftig. Und dann sehen, was entsteht und dann neu denken, was die Förderung angeht. Das ist doch mal ein Wort und das möchte ich zum Anlass nehmen. Wenn Sie wollen, könnten Sie jetzt Fragen stellen. Der Andreas kommt mit dem Mikro, da ist eine Wortmeldung. Oder Ihre Kommentare abgeben an Eckhard Schmidt. Eine ganz kurze Frage, nur das Buch, was die ganze Zeit auf dem Tisch liegt, neben dem Laptop, was ist das für eins? Ein Film. Ein Film, ja. Das ist Pavese. Ah, okay. Gut. Das ist ein Erzählband, Racconti von Pavese. Weil Pavese ist einer meiner größten Einflüsse. Weil Pavese, auch ein Kommunist übrigens, italienischer Kommunist, halt Geschichten geschrieben hat, die mit der Lupe auf die Gesellschaft gehen
ohne dass er jetzt gesagt hat, wo die Lösung ist. Das sind sozusagen Analysen. Und eine der Geschichten, die mich zu zwei Filmen inspiriert hat, zu Sunset Motel und zu It's Me, ist eine Geschichte, die heißt Selbstmorde, auch eine Liebesgeschichte. Es geht um einen Schriftsteller und ein Mädchen, das er sich verliebt. Und ja, also Pavese ist einer der Einflüsse. Gut, vielen Dank. Eine weitere Frage noch? Ich kenne von Ihnen, Herr Schmidt, 5 Filme, alle aus den 80er Jahren. Das war Der Fan, das ist Loft, Die Story, Alpha City und, ich weiß nicht, noch irgendein... Das Wunder. Mehr. Das Wunder, genau, woher Sie das auch immer wissen, merkwürdig. 340 Filme, die Sie, glaube ich, insgesamt gemacht haben, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ich habe damals, also die habe ich vor 10 Jahren ungefähr gesehen, diese Filme aus den 80er Jahren. Und habe ihnen dann einfach so innerlich so ein kleines Etikett, nicht eine Schublade, aber ein Etikett draufgehängt. Und habe gesagt, das ist sehr interessant, das ist ein Trash-Filmer mit Kunstfilm, mit Kunstwillen. Das ist für mich also eigentlich was sehr Ungewöhnliches, habe ich ansonsten nicht gefunden. Von daher würde mich interessieren, ich hätte Sie also nach dem heutigen Film, ich hätte Sie nicht identifiziert mit diesen damaligen Filmen. Sie verstehen, das, die kriege ich sozusagen nicht so ganz zusammen, was ja auch nicht negativ gemeint ist. Deshalb würde mich interessieren, stehen Sie eigentlich zu Ihren Filmen aus diesen 80er Jahren noch, sagen wir mal, sehr ungebrochen? Sie sehen das als eine gewisse Kontinuität oder sagen, nee, da hat es Brüche, Entwicklungen, was auch immer gegeben? Also Entwicklungen hat es bestimmt gegeben, ja, klar, ja, ja. Aber es ist von vornherein ein Weg im Grunde, der durch die ganzen Filme durchgeht. Und es hat natürlich auch Wandlungen von Chat-Generation zum Film in der 80er Jahre, von 80er Jahren zu den 90er Jahren und dann eben zu diesem Zyklus gegeben, zu den amerikanischen Filmen, auch Sunset Motel und dann zu den römischen Filmen. Es ist im Grunde für mich erschreckend zum Teil, wenn ich meine alten Filme sehe und sehe, dass da Ideen drin sind und Dialoge, die auch in meinen neuen Filmen drin sind. Deswegen will ich eigentlich meine alten Filme eher gar nicht sehen, aber ich habe sie mir jetzt angeguckt, weil auch in Nürnberg und auch in München, weil es ein unglaublicher Genuss war, die Kopien zu sehen. Also diese Filme, also auf den Originalkopien zu sehen, ist einfach ein unglaubliches Vergnügen. Und eine echte Freude, weil kein anderes System dieses Celluloid so authentisch rüberbringt, halt wie eine Kopie oder wie das Negativ. Und es kann halt keine Blu-ray und kann keine DVD. Und ja, das war für mich der Spaß an den alten Filmen. Manche finde ich, ja, würde ich besser machen, andere finde ich perfekt, würde ich kein Deut ändern. Ich denke nur, ich bin froh, dass ich mich weiter bewegt habe. Dass ich also praktisch diese Methode, Film zu machen, diese Methode, eine Szene so aufzulösen und ein Projekt so zu konzipieren, dass ich das also weg, wie eine Häutung hinter mich gelassen habe, im Grunde einfacher geworden bin und komplexer geworden bin. Weil dieser römische Zyklus ist viel komplexer als die alten Filme, aber er ist auch einfacher. Und das ist so, ich denke, ich habe von vornherein, also Flucht ist nicht gerade mein Lieblingsfilm. Ja. Da habe ich, wie gesagt, lange Einstellungen ausprobiert. Also dann schon eher nachmittags, mein erster Kurzfilm, der mehr eine experimentelle Note hat und der also mehr von mir erzählt, als jetzt sagen wir Flucht. Ja. Ja, also ich kann, was soll ich sagen? Ich meine, ich sehe meine Arbeit eigentlich nicht in der Rückschau negativer oder positiver. Ich sehe so einen Prozess, den man halt durchläuft. Vielen Dank. Ja. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Film, den wir heute gesehen haben. Zu Anfang... Ich habe gedacht, wie soll das Ganze weitergehen, wie soll das enden? Ich wusste von dem Film überhaupt nichts. Dann kam irgendwann, oh, eine Schaltstelle. Die Schaltstelle ist wirklich dann dieses Fresko gewesen.
Und das hat natürlich ein ganz tolles doppeltes Thema. Das heißt eigentlich, der Tod funktioniert so, es wird immer ein Urteil, eisig vollstreckt, möchte ich mal sagen, immer auf einer Bühne. Und das Wie, Wann, Wo, das habe ich schon in dem Film gedacht, das weiß man nie. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn man sich selber richtet. Und das denke ich während des Films und dann wird das exemplifiziert. Unglaublich. Danke. Die Geschichte ist eben eine doppelte Geschichte. Auch diese Geschichte von dem Jungen ist natürlich, habe ich auch geschrieben als Roman, gibt es sozusagen seine Perspektive auf die ganze Geschichte. Und warum er aussteigt, das kommt vielleicht hier nicht ganz deutlich rüber. Er steigt halt aus, weil er die ganze Korruption in diesem Konzern, der also mit der Regierung und mit allen Politikern im Bett liegt, nicht mehr ertragen kann. Und sein Vater konnte das auch nicht ertragen, ist auch umgebracht worden. Und er weiß, er wird sterben, auch wenn er aussteigt, weil er zu viel weiß. Also tötet er sich selbst. Ne? Und dieses Fresko ist ja wirklich, falls Sie jemals nach Palermo kommen, das müssen Sie sehen. Das ist einfach 6x6 Meter groß. Man weiß nicht, wer es gemalt hat. Es ist 600 Jahre alt, hat zum Beispiel Picasso zu Guernica inspiriert. Und zu vielen anderen Dingen, dieser reitende Tod, der hat seine Pfeile relativ wahllos verteilt und war für mich, wie Sie sagen, der Gedanke, ich nehme den Tod, seine Macht weg, indem ich mich selber richte und das entscheide ich selber. Ja. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare oder Bemerkungen? Nö. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war toll. Eckart, vielen Dank.